Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva. Ich bin gerade in Hamburg und wir wollten uns eigentlich jetzt mit der Isi treffen, aber die ist total spät angekommen. Und unsere Eltern haben gesagt, wir können uns erst wieder morgen treffen, weil es jetzt zu spät ist. Das ist total doof. Was könnte man denn dagegen machen? Während wir jetzt überlegen, was man dagegen tun kann, habe ich wieder eine Challenge für euch. Schafft es in 3 Sekunden, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. 1, 2, 3. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt nachts in die Kommentare. Huh? Easy. Hey. Hi, Eva. Hi. Ich hab eine mega gute Idee. Und zwar, unsere Eltern haben ja einfach beschlossen, dass wir uns erst morgen treffen dürfen. Du. Aber ich will unbedingt jetzt schon was mit dir machen. Wie wär's, wenn wir uns aus dem Hotelzimmer rausschleichen und uns heimlich treffen? Oh, eigentlich ist das eine gute Idee. Okay, gut. Ja. Ich würde sagen, das machen wir. Okay, dann treffen wir uns. Bis gleich. Ciao. Oh, wie cool. Soll ich das jetzt wirklich machen? Muss ich noch mal ein bisschen überlegen. Ach, warum denn nicht? Aber ich muss noch ein paar Sachen holen. So, hier mache ich noch mein Handy rein und dann geht's los. Oh, ich freue mich so. Psst, wir müssen aber noch leise sein. Hoffentlich hört mich Mama nicht. Meine Mutter hat nichts geahnt, dass ich weg bin. Wir müssen aber leise sein. Meine Mutter ist auch nicht hier. Okay, gut, komm. Gut. Eva, warst du schon mal alleine in einem Hotel nachts? Natürlich nicht. Ich auch nicht. Das ist richtig gruselig, Leute. Komm schon, Eva, wir gehen jetzt nach unten. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, nachts im Hotel rumzulaufen. Vielleicht nicht. Ich glaube auch nicht. Wo sind wir? Ich kenne den Weg gar nicht. Vielleicht bringen wir uns aber um. Easy. Hm? Hörst du diese komischen Geräusche? Ja. Vielleicht gehen wir runter? Ja, da ist noch ein Licht irgendwie, glaube ich, in der Rezeption. Eva, wir sind hier. Ich kann dich nicht was wissen. Jemals wieder zurückfinden. Hoffentlich. Ha? Warte mal. Was ist das? Ich weiß es nicht. LOL Surprise Event. Du bist dabei? Sonst steht da nichts. Hä? Ey, bei mir ist mir gerade ganz endlich. Ja, auch. Was ist das? Wow. Wo sind wir? Und warum sieht das alles aus wie LOL Surprise? Okay, es ist richtig crazy. Jetzt kannst du singen. Easy, ist doch bestimmt, weil wir die LOL Surprise Event-Einladung bekommen haben. Stimmt. Oh mein Gott. Das ist doch das Museum of Popcorn. Stimmt, und das House of Surprises. Oh mein Gott. Oh, cool. Ja. Oh, die Puppen sehen alle so wunderschön aus. Guck mal, bitte dieses riesengroße Haus an. Oh mein Gott. Als ob wir in der LOL Surprise Serie auf YouTube sind. Stimmt. Und guck mal diese Mini-Pfanne an. Und noch ein Mini-Hamburger. Oh mein Gott, warte. Eva, willst du einen Hamburger? Mit Ketchup? Ja. Ja.
Danke. Auf YouTube gibt es jetzt auch noch eine Annual Surprise Serie. Die heißt House of Surprises. Schaut euch die auf jeden Fall nochmal an. Sind das nicht die Puppen auch aus der Serie? Oh mein Gott, du hast recht. Aber die da muss meine Lieblings sein. Guck mal, wie cool ihre Haare sind. Ja, guck dir mal an. Ihre Hose ist auch richtig schön. Ja. Ava, dein Outfit sieht so aus wie das von der Puppe ein bisschen. Du hast recht. Jetzt so und so alles glitzert. Oha. Außer die Haare. Zufall? Also ich denke nicht. Ich bin der Director in dem Annual Surprise Movie Magic Studio. Was sagst du zu diesem Interview? Hallo. Was soll ich sagen? Also, viele Herzen. Oh, danke. Bei Netflix gibt es jetzt auch den LOL Surprise Film zu sehen. Wirklich? Ja. Das ist ja krass. Ja. Warte mal. Da sind wir doch in einer Filmkulisse. Das ist eine Szene. Oh mein Gott. Oh, ich kann es nicht glauben. Kannst du es glauben? Nein. Hier wurde der Film einfach gedreht. Oh mein Gott. Die Sache ist auch. Oh, wie cool. Weißt du was, Izzy? Wie wäre es denn schon so, als ob wir LOL gucken werden? Oh mein Gott, ja, aber ich habe das noch nie gemacht mit der ganzen ja, Übung. Ich habe nicht ein bisschen Übung da drin. Okay, let's go. Ich glaube nicht, dass so eine LOL-Puppe ist, Ava. Das müssen wir noch üben. Oh. Okay. Okay, nein, Ava, ich glaube, das wird nichts. Oh. Wir sollten es lassen. Okay. Das überlassen wir den professionellen LOL-Puppen. Yep. Popcorn! Ich wollte schon immer mal ein Popcorn chillen. Diese Brille nicht wunderhübsch. Bam. Popcorn im Museum. Oh, Popcorn. Das perfekt. Ist doch mal cool. Oh mein Gott, ein cooler Kopf. Das hier macht auf jeden Fall Spaß. Bist du wirklich? Das hier noch mehr, Edwin. Oh, heftig. Und wie hübsch ist sie bitte? Oh mein Gott. Ist das nicht Pink Chick? Ich hab ein bisschen Angst. Keine Sorge, das geht schon. Ey, wir wollen jetzt in den Luftraum gehen. Au, let's ja. Go. Ja. Hallo? Ava? Izzy, wo bist du? Wo bist du? Die gibt es an einigen Stellen zu finden. Wenn man sie alle findet, kann man was richtig Tolles gewinnen. Ey, Barbie, wer ist denn wieder reinlaufen? Denkst du, das dürfen wir überhaupt? Und schaffen wir es? Ja, es geht schon. Okay. Mal schauen, ob du es überhaupt schaffst. Wir sind hier mit der Tatsara im House of Surprises. So, wir werden jetzt hier nochmal über sie rumgehen. Ich würde auch ein paar Mal mein Bild angucken. Ich werde hier nochmal drauf gehen. Ich muss einfach nochmal. Leute, ich habe es nochmal drauf geschafft. Ich weiß nicht, warum ich dieses Ding so liebe. Sorry, dass ihr jetzt nicht so gut sehen könnt. Irgendwie ist meine Kamera so weit reingezoomt. Hi! Ich möchte die Videos drehen. Wir wissen nicht, welche Kamera wir gucken müssen. Ah!
oder? Wie? Hä? Sind wir hierher? Sind wir in deinem Hotelzimmer? Ich denke schon. Warte. Mama ist immer noch im Bad. Oh mein Gott. Wir werden sowas nie wieder machen. Wir nie wieder. Nie wieder raus. Was aber Idee. Wo waren wir gerade überhaupt? Seien wir wirklich auf dem NOL-Event? Oder haben wir nur geträumt? Gleichzeitig zusammen im gleichen Raum? Ich glaube, wir sollten jetzt schlafen und uns morgen doch treffen. Vielleicht. Vielleicht haben unsere Eltern doch recht. Vielleicht. Ciao, Eva. Tschüss. Ich bin ganz schön verwirrt. Hoffentlich hat das Mama nicht gehört. Oh, das war ein interessantes Abenteuer. Merkt euch das, Leute. Das ist alles nur gespielt. Und macht es auf jeden Fall nicht im echten Leben. Bleibt im Hotelzimmer. Ja, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wir lassen einen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, lieben. Ciao.